بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, liebe Nicht-Muslime, die Frage ist: Ist der Islam tolerant? Und auf diese Frage, ob der Islam tolerant ist, kann man sowohl mit Ja als auch mit Nein antworten. Das heißt, wenn mich jemand fragt, ist der Islam tolerant, kann ich sagen Nein. Wenn man mich fragt, ist der Islam tolerant, kann ich sagen Ja. Ja und nein. Man kann beide Antworten geben. Und bei so gut wie allen Religionen und allen Konzepten kann man diese Antwort geben, wenn man danach gefragt wird. Wenn man gefragt wird, ist der Kommunismus tolerant, kann man mit Ja und mit Nein antworten. Wenn man fragt, ist der Säkularismus tolerant, kann man mit Ja und mit Nein antworten. Wenn man gefragt wird, ist Kapitalismus tolerant, kann man mit Ja und mit Nein antworten. Ist Judentum tolerant, kann man mit Ja und mit Nein antworten. Das heißt, so gut wie in jedem Konzept kann man mit Ja oder Nein antworten. Warum? Weil jedes Konzept zu bestimmten Dingen und jede Rasse oder was auch immer bestimmt Toleranz aufweist. Denn hier müssen wir erstmal den Begriff Toleranz definieren. Was heißt Toleranz? Toleranz kommt von dem lateinischen Wort tolerare, was dulden heißt. Dass man etwas duldet. Da muss man jetzt hier fragen, ja, was duldet der Islam? Und was duldet der Islam nicht? Und hier kann man ganz klar sagen, dass der Islam, das heißt zumindest, wenn der Islam von der Mehrheit der Gesellschaft praktiziert wird und nicht unterdrückt wird von einigen Leuten, dass der Islam viele Dinge nicht toleriert, die man sieht. Denn der Islam toleriert nicht die Dinge, die schädlich sind für den Menschen. Zum Beispiel Pornografie. Toleriert der Islam nicht, verbietet der Islam. Weil der Islam ganz klar sagt, dass es schädlich ist für den Menschen. Das heißt, hier geht es um die Auffassung, was schädlich ist für den Menschen. Der Islam toleriert es nicht. Im Westen, in der säkularen Welt, hat man selber schon gesehen, oder ist man sich auch bewusst, dass beispielsweise Pornografie schädlich ist. Deswegen ist es erst ab einem bestimmten Alter erlaubt. Zum Beispiel Alkohol. Die islamische Gesellschaft toleriert das nicht. Das heißt, wenn man jetzt streng gesehen einen islamischen Staat hat, dann erlaubt man dort nicht, dass Alkohol verkauft wird, dass mit Alkohol gehandelt wird. Warum? Weil man der Auffassung ist, dass es schädlich für einen ist, weil Gott es im Koran verbietet. Man ist sich auch im Westen bewusst, dass Alkohol schädlich ist. Deswegen ist es beispielsweise nicht erlaubt, eine bestimmte Prozentzahl von Alkohol ist nicht erlaubt, oder es ist nicht erlaubt, oder es ist erst ab einem bestimmten Alter erlaubt. Beispielsweise, ja, Rauchen ist genau dasselbe, ist in bestimmten Fällen nicht erlaubt, erst ab einem bestimmten Alter, weil man sich bewusst ist, dass einen Schaden hervorruft. Aber der Islam hat eine andere Regel. In der säkularen Welt sagt man, dass alles verboten ist oder dass man die Dinge verbietet oder so lange erlaubt, wie sie keinen unmittelbaren Schaden hervorrufen. Das heißt, okay, der kann zwar trinken, es könnte einen Schaden hervorrufen, aber auch nicht. Aber das ist ja dann sein eigenes Problem. Der Islam sagt, nein. Das, was zum Schaden führt, wird schon verboten. Deswegen beispielsweise, und wir sagen, dass das schädlich ist für den Menschen, sich die nackten Körper anderer Frauen von Frauen anzusehen, mit denen er nicht verheiratet ist, oder auch für Männer, für Frauen, sich den nackten Körper von Männern anzugucken, mit denen man nicht verheiratet ist, weil es eine Gefahr für die Ehe ist. Und die Ehe muss geschützt werden im Islam. Deswegen beispielsweise in einer islamisch geprägten Gesellschaft würde man beispielsweise keine Bilder von nackten Frauen in der Öffentlichkeit zeigen, wie es hier ist. Das heißt, der Islam ist in dieser Sache nicht tolerant. Ist das denn schlecht, dass der Islam in dieser Sache nicht tolerant ist? Hier muss man fragen, ist das Konzept gut? Und da wir als Muslime sagen,
dass alles von Allah kommt, dass das unser Richten, ob eine Sache gut oder schlecht ist, vom Koran abhängig ist, vom Wort Gottes, dann sagen wir, dass es gut ist, wenn der Islam in diesen Dingen nicht tolerant ist. Jetzt muss man fragen, was ist Toleranz eigentlich genau? Wir haben gesagt, dulden. Ist jetzt ein Schwarzer tolerant, wenn er einen anderen Schwarzen toleriert? Oder ist ein Weißer tolerant, wenn er einen anderen Weißen toleriert? Das ist ja nicht die wahre Toleranz. Oder ist, weil hier toleriert er ja prinzipiell sich selber, sondern es geht darum, andere Dinge zu tolerieren, die eigentlich gegen ihn sind. Und wenn man das betrachtet, dann könnte man, wie gesagt, sagen, dass im Prinzip alle Konzepte nicht tolerant sind, wenn sie es mit einer Sache zu tun haben, die ihrer Zielvorstellung widerspricht. Das heißt, alle Konzepte, Religionen, Herrschaftsformen sind nicht tolerant, wenn ihnen etwas in den Weg kommt, was ihrer Zielvorstellung im Weg steht. Das Ziel der säkularen westlichen Welt ist es, den Menschen die Freiheit zu geben, sich, so wie es genannt wird, selbst zu verwirklichen. Das heißt, das Ziel des Lebens des Menschen ist, in diesem Leben so viel Spaß wie möglich zu haben. Dabei wird die Freiheit einmal definiert, indem man sagt, die Freiheit des Individuums hört dort auf, wo die Freiheit des anderen Individuums beginnt. Das heißt, ich kann beispielsweise nicht, weil ich eine Frau schön finde, meine Freiheit missbrauchen oder jemand kann, weil er eine Frau schön findet, diese vergewaltigen, weil ihre Freiheit dort beginnt und diese Freiheit Vorrang hat. Ja? Auf der anderen Seite, man sagt also, es fügt dieser Frau einen größeren Schaden zu, als dieser Mensch einen Nutzen hat. Ja? Das heißt, es hat mit der Zielvorstellung zu tun. Deswegen empfindet man beispielsweise, wenn jemand sagt, es soll keine Diskos geben, keine Spielhallen geben und so weiter, empfindet man das als Einschränkung, weil es dem Ziel im Weg steht. Das Ziel ist, sich zu vergnügen, das Leben, das kurze Leben, man lebt ja nur einmal, Sache wird ja gesagt, zu nutzen und so viel wie möglich glückliche Punkte zu haben. Das ist die Zielvorstellung, auch wenn natürlich viele Leute das nicht gerne hören wollen, aber so ist es nun mal. So, das Zielvorstellung im Islam ist aber eine ganz andere. Das Ziel einer islamischen Gesellschaft ist es, dem Menschen die Anbetung Gottes zu erleichtern und ihm zu erleichtern, sich von Sünden fernzuhalten. Warum ist das das Ziel? Weil das eigentliche Ziel ist, es Gott zu dienen. Denn Allah sagt im Koran, Sura 1, 5, 6, 5: Ich habe die Menschen und die Dschinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Und derjenige, der ihnen dient, kommt ins Paradies. Wir Muslime sagen, unser eigentliches Ziel ist das Paradies. Deswegen ist die Toleranz auch gegen viele Dinge eingeschränkt, die beispielsweise in der säkularen Welt als besonders fortschrittlich gelten, für uns aber in unserer Auffassung einen Schaden darstellen. Ja. Dann, wie schon gesagt, eine vollkommene Toleranz gibt es nirgendwo, weil niemand duldet alles. Oder sagst du jetzt, ja, wenn bei einer zu Hause reinkommt und ja, vergewaltigt, bei dir kommt einer zu Hause rein, vergewaltigt deine Frau und so weiter, sagst du auch, ja, ich bin tolerant, hier kannst du meine Tochter auch noch haben. Das ist Beklopptheit. Das heißt, vollkommene Toleranz gibt es nicht. So. Und hier muss man ganz klar sagen, dass wir eine andere Zielvorstellung haben. Unser Ziel ist, das Paradies zu erreichen. Die Frage ist jetzt, muss man zwangsläufig in Konflikt geraten? Eigentlich nicht. Weil wir sagen, solange wir auf individuellem Level, ja, unsere Religion praktizieren können, ist es kein Problem. Und dann müssen wir halt weggucken, wenn wir beispielsweise auf der Straße sind und da gibt es dann irgendwelche Bilder von Frauen, die in Unterwäsche dort stehen. Das ist dann halt unser Problem und wir müssen dann halt weggucken. Ja, das heißt, wir müssen nicht in Konflikt kommen. Natürlich in einem islamisch geprägten Land, wo die Mehrheit der Menschen Muslime sind und die Mehrheit der Menschen praktizierende Muslime sind, die dagegen sind, wenn sie sagen, diese Sache ist schädlich für mich und etwas, was schädlich für mich ist, muss entfernt werden. Dann beispielsweise
Hier etwas aus der Heiligen Schrift. Ne? Ein Schaden, der entfernt worden muss. Ja? Die geheime Anstiftung zum Abfall. Wenn dein Bruder, der dieselbe Mutter hat wie du, oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Frau, also egal wer, jetzt eine Person, ja, es werden also verschiedene Namen, den du liebst für dich selbst, dich heimlich verführen will. So hast du jetzt jemanden, der will dich heimlich verführen. Wozu? Ja. Und sagt, gehen wir und dienen wir anderen Göttern, ja, die du und deine Vorfahren noch nicht kannten, und den Göttern der Völker, die in eurer Nachbarschaft wohnen, in der Nähe und weiter entfernt. Ja, das heißt, komm, wir dienen anderen Göttern. So, dann jetzt der Befehl von Gott. Dann sollst du nicht nachgeben und nicht auf ihn hören. Das heißt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, komm, wir beten andere Götter an, neben den Göttern, ja, die Vorfahren nicht kannten, dann sollst du nicht auf ihn hören. Sondern was sollst du machen? Dann steht, dann sollst du nicht nachgeben und nicht auf ihn hören. Du sollst in dir kein Mitleid mit ihm aufsteigen lassen, sollst keine Nachsicht für ihn kennen und die Sache nicht vertuschen. Das heißt, du sollst dann kein Mitleid mit ihm haben. Du sollst die Nachricht nicht vertuschen. Warum? Sondern du sollst ihn anzeigen. Also sollst zur Polizei gehen, ihn anzeigen. Weil das, was er gemacht hat, dass er versucht hat, dich zu verführen, anderen Göttern zu dienen, ist ein Verbrechen. Du sollst ihn anzeigen. Ja, also ich zitiere nur, ich interpretiere nur gerade den Text, damit man versteht, was hier steht. Ja, ist nicht unbedingt meine Meinung. Ja, so vertuschen. Sondern sollst ihn anzeigen. So, und was passiert dann, wenn er angezeigt wird? Wenn er hingerichtet wird, sollst du als Erster deine Hand gegen ihn erheben, dann erst das ganze Volk. Du sollst ihn steinigen und er soll sterben, denn er hat versucht, dich vom Herrn, deinem Gott, abzubringen. Das heißt, hier steht ganz klar und deutlich, wenn jemand versucht, einen vom Glauben wegzubringen, dann steht hier, dass dieser Mensch getötet werden muss. Das war nicht der Koran, das war die Bibel. Das war die Bibel, Deuteronomium 13, Vers 7 bis 11. Hier steht das, weil die sagen, dass dieser Mensch ihm einen Schaden für die Gesellschaft darstellt. Wollte ich nur mal sagen hier, das ist ja die Bibel, woran die Christen glauben. Ja, und die werden natürlich sagen, ja, Altes Testament. Dann sagen wir, okay, Altes Testament, da glauben ja die Juden dran. Ist das tolerant? Das widerspricht ja völlig dem säkularen Gefühl. Nur heute werden die Muslime immer angeprangert. Ja, man kann ja mal einen jüdischen Rabbiner fragen, ob er glaubt, dass das, was dort drin steht, richtig ist. Sollen doch einfach mal fragen. Aber der wird nicht gefragt. Stattdessen werden die Muslime gefragt, ob sie dieses oder jenes richtig finden. Jetzt, Abfall einer Stadt. Wenn du aus einer Stadt, die der Städte, die der Herr dein Gott dir als Wohnort gibt, erfährst. Ja, eine Stadt, du erfährst, niederträchtige Menschen sind aus deiner Mitte herausgetreten und haben ihre Mitbürger vom Herrn abgebracht. Also da kamen Leute, die Schlechten, die haben die Leute vom Herrn abgebracht, von Gott. Ja? So, indem sie sagen, gehen wir und dienen wir anderen Göttern. Ja, komm, lass uns anderen Göttern dienen, das sagen die. Ja? So, die ihr bisher nicht kanntet. Wenn du dann durch Augenschein und Vernehmung genaue Ermittlungen angestellt hast, und sich, also man soll erstmal Ermittlungen anstellen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja? So, und es hat sich dann gezeigt, ja, es ist wahr, der Tatbestand steht fest. Dieser Gräuel ist dort geschehen. Ja, was soll man dann machen? Dann sollst du die Bürger dieser Stadt mit scharfem Schwert erschlagen. Du sollst in der Stadt und allem, was darin lebt, auch am Vieh, mit scharfem Schwert die Vernichtungsweihe vollstrecken. Alles, was du in der Stadt erbeutet hast, sollst du auf dem Marktplatz aufhäufen. Dann sollst du die Stadt und die gesamte Beute als Ganzopfer für den Herrn, dein Gott, im Feuer verbrennen. Für immer soll sie ein Schutthügel bleiben und nie wieder aufgebaut werden. Von dem, was der Vernichtung geweiht war, soll nichts in deiner Hand zurückbleiben, damit der Herr von seinem glühenden Zorn ablässt und dir wieder sein Erbarmen schenkt, sich deiner annimmt und dich wieder zahlreich macht, wie er es deinen Vätern geschworen hat. Ja? Für den Fall, dass du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst, auf all seine Gebote, auf die dich heute verpflichtete, achtest und tust, was in den Augen des Herrn, deines Gottes, richtig ist. Das ist auch die Bibel. Jetzt wird natürlich jemand sagen, Christ, ja, es ist das Alte Testament. Wir sagen, laut christlicher Lehre ist das Alte Testament von Gott und das ist, was Gott dort befohlen hat. Und wenn laut Christentum Jesus Gott ist, dann hat Jesus das befohlen. Das wollte ich nur hier gesagt haben. Das heißt, die Toleranz ist hier ganz klar eingeschränkt.
Was habe ich nicht gebracht, um zu sagen, hier, hallo, Entschuldigung, wir Muslime sagen jetzt so. So, ich habe das nur gebracht, um zu zeigen, dass die Toleranz hier eingeschränkt ist. Und mich wundert es immer wieder, dass immer wieder über den Islam gehetzt wird und so weiter und so fort und auf den Islam gezeigt wird, ohne dass man die eigene Bibel kennt, die überall unterrichtet wird. Gerd Wilders will jetzt den Koran abschaffen, beziehungsweise Verse aus dem Koran abschaffen. Warum hat er nicht dasselbe vorgeschlagen für die Bibel? Oder will er sich einfach nur wichtig tun? Das wollte ich mal nebenbei gesagt haben. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, warum fragt man überhaupt nach der Toleranz? Warum fragt man nach, ist der Islam tolerant? Ja, und hier muss ich ganz eindeutig sagen, die Toleranz einer Sache ist nicht unbedingt der Beweis dafür, dass die Toleranz gut ist oder dass die Religion richtig ist. Und wir haben schon gesagt, der Islam ist dort tolerant, wo der allmächtige Gott es befohlen und geboten hat. Und dort, wo er es nicht geboten und befohlen hat, ist der Islam nicht tolerant. Das heißt, man kann nicht sagen, etwas, was tolerant ist, ist besser als das, was weniger tolerant ist. Sondern es kann sein, dass etwas, was tolerant ist, schlechter ist. Wenn beispielsweise schlechte Dinge toleriert werden. Und der Islam toleriert keine schlechten Dinge. Aber jetzt muss man mal fragen, ist ja eigentlich die westliche Gesellschaft gegenüber dem Islam tolerant? Ich würde sicherlich Unrecht tun, wenn ich alle über einen Kamm scheren würde oder pauschalisieren würde und würde sagen, nee, die westliche Gesellschaft ist nicht tolerant. Da würde ich sicherlich vielen Menschen Unrecht tun. Aber wir müssen nochmal zurückgehen. Was haben wir gesagt, was Toleranz ist? Etwas zu dulden. Und wir haben gesagt, das Ziel in der westlichen Welt ist, die selbst verwirklichen, das heißt, dem Menschen so viele Freiheiten wie möglich zu geben, sodass er nicht mit anderen Menschen in Konflikt kommt und sein Leben genießen kann. Und hierbei wird die Selbstzerstörung mehr oder weniger in Kauf genommen, wie beispielsweise im Fall von Drogenkonsum wie Alkohol und so weiter. Oder auch Zigarettenkonsum, wo 150.000 Menschen jährlich dran sterben. Es wird in Kauf genommen, weil nur das verboten wird, was unmittelbar vernichtet. Warum ist Heroin erlaubt, verboten, Alkohol erlaubt? Ja, weil Heroin tötet schneller als Alkohol. Ja, aber jährlich sterben 50.000 Menschen in Deutschland allein an Alkohol. Dunkelziffer und so weiter, oder wer durch Alkohol auch zu Gewalttaten neigt oder Familien, die zerbrochen sind, davon brauchen wir gar nicht zu reden. Das ist eine ganz klare und deutliche Angelegenheit. So, jetzt, um darauf zurückzukommen, warum wird danach gefragt? Man möchte damit beweisen, dass eine Religion richtig oder falsch ist. Und wir sagen ganz klar und deutlich, die Frage nach der Toleranz ist kein Punkt oder Indiz dafür, ob eine Religion richtig oder falsch ist, denn ein Indiz dafür ist, oder ein Beweis dafür, dass eine Religion richtig ist, ist, ob die Religion von Gott ist. Gott kennt uns Menschen besser, als wir ihn kennen und als wir uns selber kennen. Allah sagt im Koran: Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Weiß derjenige nicht, der erschaffen hat, und er ist der Milde, der Unterrichtete. Das heißt, Allah kennt uns besser. Allah hat den Menschen erbaut und er kennt den Menschen besser. Wenn jemand einen Computer herstellt, ist er derjenige, der den Computer am besten kennt. Und Allah hat den Menschen hergestellt, er ist derjenige, der den Menschen am besten kennt und nicht der Mensch selber. Und das wissen wir selber aus der Medizin, wie viele Dinge, medizinische Dinge werden jedes Jahr neu entdeckt. Wie viele Dinge im Körper, man sagt, dass nur 40% des Körpers voll ergründet wurden. Und Allah sagt im Koran: Asa an takrahu shay'in wa huwa khayrun lakum, vielleicht verabscheut ihr eine Sache und die ist gut für euch. Und Allah hat den Koran herabgesandt und wir sagen, alles, was dort drin steht, ist die Wahrheit. Und alles, was in authentischen, zweifellos bestätigen an diesen drin steht, ist die Wahrheit und ist das Beste für den Menschen. Und hier ist der Rahmen der Toleranz. Genauso ist der Rahmen der westlichen Welt der Toleranz dort, wo man nicht in den Konflikt gerät. Das heißt, gibt es eine wirkliche Toleranz, wenn man sagt, ja, der Muslim kann ja seine Religion praktizieren. Aber wenn er etwas sagt oder das System kritisiert,
Ja, dann wird er beobachtet vom Verfassungsschutz, dann wird er stigmatisiert, diskriminiert durch die Medien und so weiter. Ist das dann wirkliche Toleranz? Es ist keine Toleranz. Und es kann sogar sein, dass er verfassungsfeindlich eingeschätzt wird und sich dann strafbar macht, nur weil er eine andere Meinung hat. Das ist keine Toleranz. Daran sieht man, dass es hier gar keine Toleranz wirklich gibt. Sondern die Toleranz ist nur so lange, wie er sich in diesem Rahmen dieser Ideologie befindet, wo er sagt, ja, ich will ja selber so leben. Aber wirklich, ich will ja selber so leben und ich komme ja keinem in den Weg. Aber sobald man etwas verändern kann, hört die Toleranz auf. Sobald man aus diesem Rahmen rausgeht und sagt, aha, ich sehe das anders, ich sehe, dass das falsch ist, sieht es so aus, dass die Toleranz nachlässt zumindest. Ich hoffe, dass ich mich so richtig ausdrücke, dass man es nicht falsch versteht. Aber wenn ich einfach nur sage, ach ja, ich bete, ich faste, ich trage, kleide mich so, dann ist man ja noch in dieser Ideologie drin, wo jedem Menschen zugestanden wird, auf individueller Basis ein Leben zu führen, mit dem er zufrieden ist. Auf individueller Basis ein Leben zu führen, mit dem er zufrieden ist. Wenn es aber um gesellschaftliche Probleme geht, die angeprangert werden, dann wird er dann als verfassungsfeindlich und so weiter dargestellt, weil er seine Meinung sagt, zum Beispiel. Und vielleicht sogar eingebucht oder kriegt Probleme. Das heißt, die Toleranz ist nur da, wo sie in dem Rahmen ist. Alles andere gibt es keine Toleranz. Deswegen ist es keine wirkliche Toleranz. Denn wirkliche Toleranz ist, dass ich mit etwas einverstanden bin, was aus meinem Rahmen herausgeht. Und hier ist der Islam tolerant. Jetzt freuen sich alle Muslime. Oh, ja, schön hast du das gesagt. Und wenn ich sagen würde, hier ist der Islam nicht tolerant, weil der Islam es nicht ist, also wenn ich das jetzt gesagt hätte, dann müsstet ihr euch aufräumen, weil der Islam ist, wie er ist. Der Islam ist so, wie Allah ihn gewollt hat. Ja, aber wir sagen, der Islam ist tolerant. Wir sagen beispielsweise, dass das Christentum eine Religion ist, die in die Hölle führt. Hört sich brutal an, aber es ist einfach so. So, aber trotzdem, obwohl das voll aus unserem Rahmen rausgeht, denn unsere Zielvorstellung ist, den Menschen zu ermöglichen, das Paradies zu betreten. Aber trotz alledem wurde über Jahrhunderte entgegengesetzt von Lügenberichten, wurde über Jahrhunderte den Christen und den Juden ermöglicht, ihre Religion in den islamischen Ländern zu praktizieren. Kirchen, es wird immer erzählt, warum werden keine Kirchen gebaut in islamischen Ländern? Ganz einfach, weil es diese Kirchen schon seit Jahrhunderten gibt, weil es die immer gegeben hat. Und es gab keine Immigrantenflut aus christlichen Ländern in islamische Länder, wodurch man neue Kirchen bräuchte, sondern die Kirchen sind vorhanden. Die Glocken wurden gehört in islamischen Ländern. Ja, auch zur Zeit von Saladin, Ayyubi, in Quds wurden die Kirchenglocken gehört. Das heißt, in diesem Bereich hat der Islam eine Toleranz, obwohl es aus seinem Rahmen hinausgeht, obwohl der Islam sagt, dieser Weg ist ein Weg in die Hölle. Und man könnte damit die Menschen auch verführen. Das heißt, hier gibt es eine Toleranz. Und wie gesagt, ich möchte keinen Christen hiermit beleidigen. Es ist halt einfach genau wie ein Christ sagt, dass dass der Islam ein Weg ist, der in die Hölle führt. Jetzt wird jemand sagen, ja, da haben wir ja doch Toleranz. Wenn jemand das so sieht, dann hat er Toleranz. Aber was ich sage, ist, dass diese Gesellschaft keine christliche Gesellschaft ist, sondern vielmehr eine Gesellschaft ist, die säkular ist und in der Gott so gut wie gar keinen Stellenwert hat, außer auf individueller Basis und wo viele Menschen das Christentum schon komplett aufgegeben haben und eher Papierchristen sind. Ja, und das muss man halt ganz einfach sagen. Und wie gesagt, das sind meine Worte zu diesem Thema. Ja, und wir versuchen uns immer im Rahmen der gesellschaftlichen Regeln zu bewegen, aber dass man muss die Wahrheit auch sagen. Und es ist ganz einfach so, dass wir glauben, dass der Islam eine gewisse Toleranz hat, in verschiedenen Bedingungen, in verschiedenen Dingen, aber dass so gewisse Dinge nicht toleriert werden. Und das sind die Dinge, die den Menschen schaden. Und welche Dinge schaden den Menschen? Die Dinge, die der allmächtige Gott im Koran verboten hat oder durch die Zunge, über die Zunge des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Sunna.
Das sind meine Worte. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.